So, willkommen. Mal wieder eine Runde Wer wird Millionär? Spiel des Tages. Da ich am letzten Montag nicht konnte, machen wir es jetzt am Samstag. Spiel des Tages, 13. Mai, 23, ohne Zeitlimit. Let's go, mit Risiko und mit Werbung. Das pausiere ich aber. So, Werbung ist rum. Ordnen Sie Kefir, Mayonnaise, Müsli und Sojabohnen Ihre Lebensmittelgruppen in der klassischen Ernährungspyramide zu. Kefir ist Milch und Milchprodukte. Nein, Quatsch, Mayonnaise ist Milch und Milchprodukte. Kefir, was ist denn dann Kefir? Also Müsli ist Brot und Getreide, Sojabohnen ist Gemüse und Salat. Oder dann Kefir, Fette und Öle. Nee, ist nicht richtig. Egal, dann habe ich es verraten. Ja, ich dachte, nee, Kefir. Ja, war das doch das, was ich dachte, dass es war, und dann habe ich es vertan. Egal. So, vor welchem Sturm wird im Wetterbericht wohl kaum gewarnt? Schneesturm, Wirbelsturm, Herbststurm, Aussichtsturm. Aussichtssturm. So, irgendwie haben wir keinen Sound, aber ist ja egal. Außer mein Gelaber. Was ist anatomisch betrachtet eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Hals über Kopf, Nase vorn, Herz in der Hose oder zwei linke Hände? Nase vorn. So. Mein Missfallen am Mainstream bringe ich zum Ausdruck, indem ich mich gegen den Stimmungswechsel, Kurskorrektur, Trendwende oder Meinungsumschwung ziehe. Gerade in der Winterzeit ist es für Autofahrer unangenehm, wenn die Sonne niederhockt, tief steht, flach liegt oder hoch sitzt. B. Bei wem etwas Revolutionäres vorschwebt, der möchte sinnbildlich die Welt aus den Netzen fischen, von den Haken nehmen, aus den Angeln heben oder durch die Reusen schleusen. C. So, damit haben wir 500 Euro, haben noch alle Joker. Wofür gibt der Duden in die Umschreibung sehr gut, wunderbar, großartig an? Lemon Cookie TV. Kaltblütig, brutal, grausam oder rabiat? Hä? Wusste brutal wahrscheinlich, aber es ist dann noch Umgangssprache und auch komische moderne Umgangssprache, die ja eigentlich kein Mensch benutzt. Aber ich glaube, es muss B sein. Ist es auch. Welcher fruchtige Likör schmeckt auch unmusikalischen Zeitgenossen? Zitronenpiano, Mandarin, Viola, Limoncello, Mangobö, Mangoboe. Welcher fruchtige Likör ist das? Limoncello? Zitronenpiano ist es nicht. Ich weiß es aber nicht genau, ich frage mal das Publikum. Doch, ist Limoncello, hätte ich mir das Publikum fragen, auch sparen können. So, wer bekam Ende September 2019 erstmals in der Fußball-Bundesliga offiziell eine gelb-rote Karte gezeigt? Schiedsrichter, Assistent, Trainer, Maskottchen oder Zuschauer? Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal. Zuschauer können es nicht sein. Schiedsrichter, Assistent glaube ich auch nicht. Trainer, das war glaube ich vorher schon. Oder gelb-rot. Haben die vorher nur gelb oder nur rot gesehen? Maskottchen vielleicht. Ich rufe mal wen an. B, Trainer ist richtig. Dann vertraue ich ihm 4.000 Euro. In welchem Film ist der Bösewicht auf der Suche nach Raumstein, nicht Rammstein, Raumstein, Realitätsstein, Gedankenstein, Zeitstein und Seelenstein? Herr der Ringe, die Gefährten, James Bond 007 Spectre, Avengers Infinity War oder Matrix Reloaded? Herr der Ringe kann ich ausschließen, alles andere weiß ich nicht. Ich glaube, Matrix ist nicht so, dass man da irgendwelche Steine sammeln muss. James Bond glaube ich auch nicht. Ich würde am ehesten Avengers sagen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich probiere mal mit 50-50. Vielleicht bleibt der Herr der Ringe stehen. Nein, leider nicht. James Bond oder Avengers? Dann nehme ich Avengers. Und es ist auch richtig. Puh. Bisschen ins Schwitzen geraten. So, den Experten-Joker habe ich noch. Welcher kochende TV-Star wurde im Mai 2019 für die Grünen ins Europaparlament gewählt? Horst Lichter, Nelson Müller, Sarah Wiener oder Cornelia Poletto? Keine Ahnung. Ich frage mal wen. Es war Sarah Wiener, ich habe davon gelesen. So, damit haben wir 16.000 Euro und keinen Joker mehr. Vielleicht kann ich aber so noch irgendwas reißen. Welches Land ist sowohl nach der Einwohnerzahl als auch nach der Fläche das drittgrößte der Erde? Mein erster Gedanke war Indien. USA, Indien, Russland oder China? Einwohnerzahl. USA hat nicht ganz so viele Einwohner, wie es das Land von der Größe her eigentlich verlangen würde oder vermuten lassen würde. Dasselbe gilt aber noch viel mehr für Russland. Ich glaube, China ist auf Platz 1. Zumindest was Einwohnerzahl angeht. Ich glaube, Russland ist auf Platz 1, was Fläche angeht. USA ist, glaube ich, in beiden Kategorien maximal auf 3 oder 4. Aber es geht ja hier auch um Platz 3.
mein erster Gedanke war Indien und ich will jetzt auch einfach mal Indien dann nehmen. Nein, das sind die USA. Bullshit. Ja, dann falle ich auf 500 € zurück. Und ja, das war's. Am nächsten Montag geht's weiter. Tschüss, bis dann.